Also ich prügel mich hier durch den Wald. Bist du überhaupt gerade? Boah. Ich bin 5 Kilometer noch entfernt. Ich gebe alles. Hier regnet es gerade ein bisschen. Er gibt Gas, er gibt Gas. Ich suche gerade deine Markierung. Wo du bist. Oder der hat das noch nicht synchronisiert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da, wo der grüne Punkt war, bin ich jetzt hingefahren. Da bist du ganz am anderen Ende der Karte gewesen. Ich guck mal auf der Welt, wo du bei mir bist. Du bist jetzt bei mir hier. Okay, dann bist du 1 Kilometer entfernt. Ich fahre direkt auf dich zu, die Straße. Okay, bist du jetzt am Gelände, oder? Ich bin gerade bei dem Rennen stehe ich, aber ich kann zum Gelände kommen. Welches Rennen ist denn das? Weil das, der grüne Querfeld Einrennen. Wie heißt denn das? Festival Querfeld Ein. Auf dem Festivalgelände? Ja, warte, ich fahr mal zum Festivalgelände, warte. Ich sehe dich auch nicht auf der Karte, also ich sehe deinen Punkt auch gar nicht. Ich sehe zwar einen grünen Punkt von dir, aber da bist du nicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Das ist echt noch ziemlich buggy, leider. Wie jedes Mal, war. Das ist ein Trauerspiel. So, ich bin jetzt auf dem Festivalgelände, da wo die Drag-Rennen. Startdinger sind. Also wo die Leitplanken so aufgereiht stehen. Aber ich sehe dich hier auch nicht und auch keinen Punkt. Ich stehe jetzt auch bei den Leitplanken. Dann direkt bei dem H. Gibt es da noch Synchronisationsfehler? Bei nächster Gelegenheit. Ich kann ja mal das Rennen hier starten. Vielleicht synchronisiert er uns dann im Rennen direkt. Du hast dein Ziel erreicht. Also ich gucken, welches Auto ich denn nehme. Was hast du denn für eine Fahrzeugstufen zum Beispiel? Ich ziehe mit meinem Supra gerade einen Porsche ab. Ja, läuft bei dir. Das Ding, einfach so aus Spaß haben wir ein Beschleunigungsding gemacht. Mir ist egal, nimm einfach irgendwas. Ich finde schon ein Auto. Okay. Ich habe ja auch schon 18 Autos. So, warte auf andere Spieler steht jetzt bei mir. Ja. Warten auf den Veranstaltungsbeginn. Eine Sitzung wird gesucht. Zum Beitreten. Jetzt scheint dazu lang. Ja. Vielleicht können wir uns danach sehen, wenn es synchronisiert ist. Ich bleibe dein Auto. nimmst du den Toyota? Ja. Okay. Der ist aber noch ungetuned. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist die alte Supra. Ja. Meine neue wäre auch ein bisschen abartig. Die ist S2. Die ist halt wirklich komplett Umbau, ne? Okay, jetzt höre ich dich in-game. Ja, und das kann man nicht ausmachen, ne? Habe ich gehört. Achso, warte mal, ich kann noch meins ausmachen. Geht jetzt nicht. Aber ich spreche bei dir nicht, ne? Nee. Ich nach dem Rennen machen. Ja, alles gut. Könnt ihr ihn aufgehalten nennen. Aber für den Ungetunten ist das schon ganz flott, ne?
Nur die Kurvenlage ist nicht gerade die beste. Aber ich finde, der fährt sich besser als der Stock von 2020. Aber der hat weniger Dampf hier, ne? Also ich glaube, der 2020er war kräftiger. Ah, glaube ich noch nicht mal. Also willst du mich verarschen? Was ist denn? Tor glaub, vorbei? Ja. Aber Tor vorbei heißt eigentlich, Rennen ist gelaufen. Zumindest ist bei Online-Rennen, ne? Bei Singleplayer kannst du noch durch das Rückspulen, da bleibt die KI dann ja auch quasi zurückgespult. Bin den halt noch nie gefahren, der fährt sich für mich sehr merkwürdig. Weil ich mich jetzt an die neue gewöhnt habe mit meinem Tuning. Aber deiner hat's an Allrad, ne? Weil ich den bald umbauen werde zum Hecktriebler wieder. Okay. Als Drift-Auto. Oh Gott. Wieso? Die Super macht sich dafür echt mega gut. Ja. Danke. Alter, wie weit spulst du denn zurück, du Affenkopf? Hast dich ja nicht überholen will. Ich hab schon gewonnen. Alles gut. Nee, ich muss meine eigenen Autos, glaube ich, nehmen. Was ist das für eine Olle, die da rumhampelt? Bist du das? Nee, hey, ich bin Kerl. Magst du Battle Royale? Das ist der Eliminator. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden antritt und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Jetzt weiß ich wieder, wie das heißt, was ich meinte. The Eliminator. Der kam für so viel später in Forza Horizon 4 und der ist hier schon von Anfang an drin. Genauso wie dieses Super 7 Ding. Das war auch viel, viel später drin erst. Aber ich glaube, jetzt sehe ich dich hier auf der Karte. Ich habe nur ein schwarzes Bild. Jetzt, warte mal. Ja, du kommst gerade hinter mir angefahren, oder? Stehst du nicht gerade? Ich stand eben da. Ich war gerade zu der Markierung, wo du mir gerade angezeigt wurdest. Aber da steht keiner. Ich stehe an der Kreuzung. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ich bin zu einer Kreuzung hingefahren. Ich sehe dich allerdings auch mal wieder nicht. Also die Synchro ist ja voll für die... Ja, die ist momentan leider echt für die Tonne. Vielleicht aber auch, weil zu viele einfach zocken. Oder weil es halt wieder schlecht umgesetzt ist am Anfang. Gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, warte, ich seh dich. Da. Hä? Ich fahr dir jetzt in den Arsch. Jetzt bist du weg. Bist du ins Pausenmenü gegangen? Warte mal. Das kann sein. Hat ein Gameplay. Kopfverfolger. Ich hab irgendwas ausgeschaltet. Ach, hier, Geister. Okay, an. Kolonne Privatsphäre nur mit Einladung. Freunde können beitreten. Kontakt.
Lattenausgang? Renntelemetrie-Tür. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal ernst kurz. Speichern. Audio. Mikrofon aus. Dankeschön. Da dürftest du mich nämlich auch im Spiel nicht mehr hören. Das ist nice. Du wirst mir gerade hinter mir angezeigt. Weiß ich nicht, wechsle gerade das Auto. Ja, ich sehe dich da, ja. Meine Supra. Schick. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Meine Autos. Hier. Den finde ich auch echt nice, den ich mir jetzt liefern lasse. Weg ist er. Ach, den Bug Mono, ja, der ist auch geil. Und die Farbe, ne? Aber wir wollten ja. Was haben wir? Warte mal, Fuhrpark. Ein neuer Autos. Okay, danke. Auto wechseln. Also wir können gerne noch ein, zwei Rennen fahren, wie gesagt. Okay. Bist du noch hier? Ja, ja, ich stehe auf der Brücke noch. Hörst du den hier? Mach nochmal. Pass auf. Ja, der hört sich an wie ein Rasenmäher. Geht gar nicht, oder? Alter. So, und das klingt auch so beim Fahren. Wie so ein Formel 1 Auto so. Das ist ein V8-Motor drin, oder was? Oder V12. Was der geht, geil. Ich meine, der geht gut, ne? Ich hab dich bis gerade noch gesehen. Ah, da bist du. Welcher ist das überhaupt? Nissan Silvia. Ah. Auf Rallye-Umbau. Oha. Kann nicht jeder, ne? Wer fällt ein, das ist mein. In 200 Metern links abbiegen. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, das ist mein, ja. Du hast dein Ziel erreicht. Las Granadas. So. Was nehmen wir denn da Schönes? Sollen wir den Bronco nehmen? Nee, oder? Ach komm, wir nehmen den Bronco, egal. Dann ist die Auswahl ja noch nicht so groß. Kann ich mir nur ein Auto ausleihen? Warum? Echt? Aber du müsstest doch einen haben dafür. Ich guck mal, Performance-Klasse. Nee, ich kann nur ausleihen. Warte okay. Mal. Ein A800, hä? Hab ich doch. Dicke. Das ist komisch. Na ja, gut, dann nehme ich mir halt den Bronco mit. Ist ja egal, solange ich mir einen ausleihen kann. Merkwürdig, ne? Ja, verstehe ich jetzt aber gut, auch nicht. Mein Bronco ist noch Stani, aber. Ja, meiner ist auch Standard. Weil dein. Ja, ich habe aber den anderen, den Standard. Aber ein A800 oder was das hier ist, halb dicke. Also. Komisch. Ist manchmal was komisch. So, weil die alle den gleichen dann fahren. Ja. Guck an. Das ist ja schlau, ne? Das stimmt. Vielleicht deswegen, weil ich den fahren muss, keine Ahnung. Normalerweise konnte man immer unterschiedliche machen. Aber jetzt bin ich nicht mehr zu hören, ne? Das stimmt. Lee, das bin ich. Ich war auch noch da.
klebe noch dran an den Leuten. Ich versuche die da hinten, da vorne einzubremsen. Jetzt bin ich halt voll eingedreht. Geraden sind die schneller als ich, wieso? Ja, kapier ich auch nicht so ganz. Oder ob das das Gummiband teilweise ist. Der letzte, das kann doch nicht sein. Nicht ran an die, ne? Das. Also keine Chance. Ich meine den Kuchen, was hast du die KI, Alter? Kann ich gleich nochmal schauen. Ist an, ich komm nicht hinterher. Hä? Krass. Also, dann komm, den letzten krieg ich doch noch, oder? Spring über dich drüber, Junge! Wow. Und der kriegt mich am Ende, weil mein Auto so dämlich gelandet ist. Das war jetzt richtig bitter. Mich nervt halt, dass ich nicht hinterherkomme. Das ist unlogisch. Gleiche Auto, ich fahre auch mit Controller und... Gut, jetzt am Ende hatte ich das Tor verpasst, aber auch schon am Anfang, nachdem du mich gedreht hast, ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Stehe ich nicht. Macht irgendwie wenig Sinn. Bist du eigentlich wirklich Level 18 oder zeigt der mir das nur falsch an? Nö, das müsste richtig sein. Okay. Wieso? Ja, so. Gestern hat das ja auch rumgespackt. So nervig hier, Alter. Ja. Bist du 19? Nee. Ich glaub schon. Okay, du bist gerade mal ein Level höher? Ich hab doch noch nicht wirklich viel gespielt. Achso, ich dachte, du hattest halt ein bisschen Stückchen mehr oder so. Hey Dennis, nö. Kannst du dir kurz ein paar Abenteuer ansehen? Gut. Ja, ich werde auch gleich aufgehen. Ein Rennen können wir noch machen. Der Canyon wäre perfekt für uns. Ich kann dir ja mal irgendwas sagen, was ich habe vielleicht. Ja, wie gesagt, ich habe den Ford Focus RS auf S1 830, den Ford Escort RS Cosworth Hunigan, dann habe ich den Porsche 911 GT2, den GR Supra 2020, den V60 Polestar Volvo, selbst den Senna 18 habe ich vom McLaren. Ja, den habe ich auch. Also ich habe viele Autos, ich weiß nur nicht warum. Sehr komisch. So, nee, siehst du, der Bronco, den ich habe, der ist B700, nicht A. Ich habe keinen A800er gehabt. Ja, ich habe zwei. Ich habe einen Bronco von 2021, einen B700 und den Bronco R mit 800. Wir könnten ja mal den irgendein anderes Auto. Mach einfach irgendwas. Okay. Was nehmen wir denn da Schönes? Warte mal, ich konnte doch Filter einstellen. Von welcher Klasse hast du die meisten Autos? Also D, C, B, A, S und so. Die kann man ja bestimmt sortieren, ne? Performance-Klasse. Ich habe die meisten von... Also B habe ich ganz viele, A, S1, S2. A habe ich dann aber 780 und da eher so alles Straße. Also. Ja.
Nimm mal den hier, mal gucken. So, wo ist denn das nächste Rennen? Ja. Wir nehmen einfach das hier. Ich fahre mal gerade zum nächsten Rennen. Das ist ganz in der Nähe. Hey Amigo! Interessant, dass wir gerade jetzt diese Expedition planen. Weißt du denn, was noch ansteht? Bei nächster Gelegenheit enden. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Veranstaltung. So, ich will den hier nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du auswählen kannst, weil eigentlich müsstest du dir aussuchen können, was du willst. Warte auf Veranstaltungsbeginn. Ja, bei mir steht Warte auf Spieler. Nee, hab schon gerade eben bestätigt. Nee. Schön, dauert, also ist abgeschmiert. Würde ich mal sagen. Na, jetzt. Okay. Doch, jetzt geht's los. Sitzung beitreten. Sehr schön. Ja. Kannst du kein Auto auswählen? Nein. Okay. Bei mir ist Veranstaltung wieder weg. Keine Veranstaltung. Okay. Jetzt. Oder? Warte. Sitzung beigetreten jetzt. Ja, jetzt kann ich mir was aussuchen. Wenn wir Gelände fahren, ist das wieder ein Geländerennen? Nee, normale Straßen. Okay, dann weiß ich nicht, warum ich dieses Auto nehmen musste, aber hey. Das ist ein Straßenauto. Achso? Na, dann ist ja gut. Also zumindest hat es keine Geländereifen, deswegen. Hm. Ich muss den auch mal umlackieren, ey. Hm. Alter, fahren 800er. Was soll das denn? Junge. Der hat aber gerade schön die Tür zugemacht, der Porsche. Ja. Alter, die schubsen aber auch gut. Hast du das? Ja. Wollte ich nicht abräumen, deswegen habe ich früher gebremst. Ich hab gerade auf den Discord geguckt in dem Moment. Weil Molter da irgendeine Scheiße reingeschrieben hat. Irgendwas von Transit und ich guck und Scheiße. Das wäre ein Ding geworden, hättest du mich abgeräumt, ey. Du bist einmal von rechts nach links drüber geflogen. Ja, danke, Molter.
Ich lese da nur was für Transit so aus dem Augen. Ich denke, was hat er da jetzt? Wow, ich bleib ernst an einem scheiß Reifenstapel hängen. Und ich denke, was hat er da geschrieben? Guck nochmal hin und auf einmal BOMM. Nein, Kontrollpunkt verpasst. Fick dich, Alter. Ich hab das Banner sogar noch berührt, ne? Jetzt sind wir ja beide Letzte. Hi, Gilly. Hi. Alter, hat der mich gerade ausgebremst. Ich glaube, das Rennen haben wir sowas von haushoch verloren. Was? Ja, da bin ich eben auch schon mal hängen geblieben. Vom an so einer scheiß Fensterlade, wie kann das sein? Ey, vor allem mit so einem Auto ist. Ei. Schön, dass wir wenigstens ähnlich jetzt sind, ne? Wir sind ähnlich, scheiße. Oh, Backe, ey. Er hat einen Transit verschenkt. Oh, warte. Okay. Ja gut. Ja gut, mir hat irgendeiner einen Willy geschenkt, also. Eieiei. Oh, Wheelspin. Oh, Porsche 2018er 911er GT2. Ich krieg 50.000, super. Ich dachte schon, ich krieg wieder die nächste dämliche Jacke. Hast du eigentlich auch ein paar Häuser kostenlos oder ist das nur mit der Ultimate? Ein deutscher Klassiker, der beim Festival zurückgelassen wurde. Was könnte das sein? Alles andere. Okay. In 200 Metern links abbiegen. 700.000? Nee, ich hab nur eins. Okay. Links abbiegen. Ja, bitte. In 100 Metern. In diesem Sinne, wie wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ja, gleichfalls. Und dann sehen wir uns morgen. Jo, ciao, ciao. Du hast dein Ziel erreicht. So, jetzt werden wir erstmal das Auto umlackieren. Lal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 
Porsche einsteigen. Den wollen wir jetzt nämlich mal tunen. So, Tuning-Einstellungen finden. 955 könnte man ihn theoretisch zum Beispiel machen. Der hat dann Rennaufhängung und Allrad. Das klingt schon mal ziemlich gut. Rennen. Wieso hat der eigentlich keine Reifenmischung drauf? Road Monster. 900. A-Fast S. Oh Gott. Was hat der 955? Racetune V1. Ich glaube, die meisten. Da macht das wirklich Sinn, eigentlich auf Allrad umzubauen. Warte mal. Ach komm, wir testen das erste Setup mal. Weil, wenn ich das angucke, Sport aufhängen, Reifen mich in Serie, okay. Obwohl, nee. Doch. Ach nee, Quatsch, das ist aktuell. Warum ist denn bei der Reifenmischung nichts? Ach so, wahrscheinlich die Reifenmischung beibehalten ist. Wir probieren das Setup mal. Ja, komm, 400.000. Ich habe 1,8 Millionen. Da kann ich das ruhig mal ausprobieren. Scheunenfunde. Ach, die kann ich jetzt abholen. No, ich danke dir fürs Wiederfinden. Onkel Viktor meinte, es sei wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Kümmere dich gut darum. Der ist fertig, nice. Und den Jimmy. Ich habe Alex erzählt, dass es ein Jimmy ist. Und er so, meinst du ein Blazer? Ich glaube, er und mein Theo Oscar würden sich gut verstehen. Ja gut, das ist jetzt nicht ein Auto unbedingt, was ich fahren wollen würde, aber gut. Haben ist besser als brauchen. So, da gibt's den Bayer Truck, den haben wir eben gefunden und die anderen müssen wir halt dann alle noch finden. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Porsche sich jetzt fährt. Okay, der hat auf jeden Fall eine extreme Verbreiterung. So, Autobahn würde ich gerne drauf fahren. So. Bei nächster Gelegenheit, Wende. Okay, der hat deutlich mehr Leistung als vorher. Uppala, uppala, uppala. Gucken, was der jetzt spitze kann. Du hast dein Ziel erreicht. Wäre schon mal deutlich mehr als vorher. Bergauf 360. 370. 380. Nicht schlecht. 390. Kommt der noch auf die 400? Ah, ne, 400 nicht fast. Also fast 400. Dann wurde ich jetzt so runtergebremst. Hä? Oder bin ich jetzt wieder in den Offline-Modus gefallen? Ja, ich bin anscheinend in den Offline-Modus gefallen. Na, ist auch nicht so schlimm. Allzu lang wollte ich eh nicht mehr machen heute. Aber der hat schon ordentlich Dampf unter der Haube. Nice.
Erinnert mich so ein bisschen an den neuen Elf aus Need for Speed. Er hatte auch gut was unter der Haube. Wir sind hier schon fast bei der Hütte wieder. Fahren wir doch schnell zu der Hütte noch hin. Das wäre ein schöner Abschluss, glaube ich. Hoppala. Durch den Urwald wollte ich jetzt nicht unbedingt fliegen. Strandhütte an. Mit dem getunten Porsche. So. Da. Mein Auto. Auto ansehen. Schauen wir uns mal das Auto so an. Gut, ja, dann soll es das für dieses Mal auch gewesen sein. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir werden dann beim nächsten Mal, denke ich mal, auch ein paar schöne Rennen haben. Ich hoffe, dass es beim Steri jetzt auch besser läuft, beziehungsweise dass wir dann mit ihm dann auch mal Rennen fahren können. Mit Cidi hat es ja jetzt geklappt, auch wenn es noch so ein bisschen, ja, leider leichte Synchronisationsprobleme gibt, aber... Ich hoffe, dass das in der nächsten Zeit sich dann ein bisschen legen wird und ja, wäre vielleicht dann so mit einer riesigen Kolonne auch mal unterwegs sein können dann demnächst. Und ja, wie gesagt, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass das Spiel jetzt vernünftig läuft. Dann ja, würde ich sagen, war es das für dieses Mal und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.